Das Spiel fragt mich gerade, ob wir Freunde sind, sie und ich. Sag mal ja. Ja, genau. Warum sollte ein Mensch nicht mit einer Maschine befreundet sein? Ich meine, ihr Ja freut mich. Unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehackt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation lief verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Dies könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Ist dies ein Gruppe? Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Und damit willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wie ihr gerade in der Endsequenz gesehen habt, also Simon kann man nicht retten. Den kann man nicht mitnehmen, der wird am Ende immer erwischt. Wir haben das Ganze jetzt quasi nochmal gemacht, nur ohne das Opfer, und dadurch haben wir besseres öffentliches Ansehen. Okay, wir sind wieder hier bei CyberLife. Finde Amanda. Da hinten ist sie. Da in dem Boot, lol. Okay, Connor, die holen wir uns. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Jetzt wird gerudert. Alles ist so ruhig und friedlich, weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich spürte zwei Abweichler im Eden Club auf. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Wir brauchen die Abweichler intakt für die Analyse. Sie zu erschießen hätte uns nicht geholfen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein.
Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Tut mir leid, Lieutenant. Oh, hier ist es hier abgegangen. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei dem Wetter... Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden, hm? Es sollte wirklich ein Android hier sein, nach dem, was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Ich glaube, es ist ihres Ersatzteil. Ich lade Komplizen. Eckart-Serie Prototyp, RK-200, Regisseur als Marcus. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Ah, der ist skeptisch, der Hank. Einschusslöcher, Sturmgewehr.
Oh, wir finden jetzt wahrscheinlich den Simon. Das Dach wurde ja noch nicht überprüft, haben wir eben gehört. Das heißt, wir finden Simon und dann müssen wir den befragen. Wir waren eine ziemliche Sturmgewehrparty. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Hier kann man wieder irgendwas lesen. Blaues Blut. Mir egal. Sehr interessant. Ich finde gerade irgendwie die Androiden hier interessanter. Ah, einer von denen muss also ein Abweichler sein, der quasi aufgemacht hat. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet.
Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Der ist Connor gruselig. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Irgendwie habe ich mich so ein bisschen auf den Mittleren eingeschossen. Ich weiß auch nicht warum. Gewalt. Foltern. Wir niemanden foltern. Na los, gib's zu! Mann, ey, ich keine Ahnung, welcher ist. Boah, den falschen foltern wir auch kacke. Ich weiß noch nicht, wie ich das erkennen soll. Ja. Biokomponente 8451 reguliert den Herzschlag. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Bist du der Abweichler? Kein Abweichler dabei. Aha. Sie gehen durch das komplette Gebäude, an allen Wachen vorbei und springen mit einem verschissenen Fallschirm vom Dach. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Sorry, bin ein bisschen müde. L1. Warte, hier lag der Android. Aber wo ist er hin? Was ist mit ihm denn passiert? Eine große Tasche hier reingekriegt. Haben Sie nicht.
Sie wurde für sie deponiert. Oh, das ist seltsam. Da planen sie die perfekte Operation und verzählen sich bei den Fallschirmen. Es sei denn, einer der Abweichler ist noch hier. Ja, irgendwo muss ja Simon noch sein. Oder drin könnte. Nee. Achso, ja, ich bin im zweiten Run, bin ich auf dem Fluchtweg angeschossen worden. Weil ich dachte, die Animation läuft schon, habe ich den Controller aus der Hand gelegt. War nicht so. Ein bisschen die Sequenz läuft schon. Hier sind aber nicht mehr Spuren vom blauen Blut, oder? Das blaue Blut. Lol. Verhindern Sie das! Wenn Sie ihn zerstören, erfahren wir nichts! Wir können nichts tun, denn es ist zu spät, das wäre ein anderes Selbstmord! Ich werde so drauf gehen. Ich werde so drauf gehen. Ich bin okay. Scheiße. Du machst mich noch wahnsinnig. Ich mach mich auch wahnsinnig. Verdammt nochmal, du solltest dich nicht rühren. Warum tust du nie, was ich dir sage? Ich war mit seinem Speicher verbunden. Als er abdrückte. Ich fühlte mich als... als würde ich sterben. Ich hatte Angst. Ich sah etwas. In seinem Speicher. Ein Wort. Auf einem Stück rostigen Metall geschrieben. Jericho. Okay, wir haben rausgefunden, dass Jericho unser Ziel ist. Dann hätte ich hier auch noch den Abweichler finden können. Die Befragung habe ich auch verkackt. Aber. Wir haben ja Ende. Connor wurde traumatisiert. Gut, solange Connor nicht abgeknallt wurde. Wir haben Jericho rausgefunden.
Und wie es an der Stelle weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.